Jo, hallo Leute, hier ist aber da euer Table Tennis Gamer. Ja, herzlich willkommen zurück zu Isaac, The Binding of Isaac. Ja, ich habe die Cam mal wieder angemacht. Mir ist aufgefallen beim letzten Mal, dass er die Cam irgendwie mit einer anderen Spur speichert oder sowas. Das heißt, wenn das irgendwie ein bisschen asynchron ist, dann kann es auch sein, dass ich die Cam wieder entfernt habe. Dann gucke ich mir vorher an. Aber im Normalfall sollte sie drin sein. So, und ich habe mir gedacht, komm, wir machen mal einen Run mit Isaac, weil das Spiel heißt ja auch Isaac. Da können wir auch nochmal mit Isaac rennen hier. So, und da ist ein Abel ist kacke. Yo, das ist, naja, okay, geht. Die Grown Inside geht, das geht. Ja, Leute, wie geht's euch? Wunderschöner Feiertag heute, der Montag. Ich hab's eben schon auf Facebook geschrieben. Der Montag, nicht der Montag generell, sondern diese Feiertage, die sind immer, ja geil, da kommt, ja geil, das ist das Richtige, The Grown Inside. Yo, das ist richtig nice. Ja, die Feiertage, die stören mich immer so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind für mich immer so tote Tage, an denen nichts passiert. Das hört sich jetzt komisch an, aber an dem passiert ja meistens auch nichts. Ja, ich sag mal, die ganzen Geschäfte in der Stadt irgendwie, die haben alle zu, außer irgendwelche Restaurants, aber ne, normalerweise haben die alle zu und irgendwie ist das so, es ist so still. Ich mag das nicht. Ich weiß auch nicht. Das hört sich voll krank an, aber das ist so, ich mag das nicht. Ey, was ist das denn? Guck mal hier, zwei Pillen und komm, helf ab. Naja, and ate them. Naja, and ate them. So, dann nehmen wir das hier mal mit. Und da kriegen wir, naja, okay. Naja. Ob sich das jetzt gelohnt hat, das... Ah, naja. Da kann man jetzt drüber streiten, ob sich das gelohnt hat. Ich würde aber mal eher sagen, nicht. Nee, irgendwie, weiß ich nicht. Diese Tage, das ist so, es ist furchtbar irgendwie. Es ist furchtbar für mich. Boah, Hilfe, mein Junge. Kollege hier, hör mal. Nein, boah, das war knapp. Für mich ist es furchtbar. Ich kann euch, wie gesagt, nicht genau sagen, warum, aber es ist einfach alles so still. Jetzt sagt er ja, du könntest doch was machen. Das würde ich auch tun. Ich hatte heute eigentlich auch eine kleine Radtour geplant, aber dann wacht man morgens auf. Hat im Übrigen, habe ich verschlafen. Ich bin erst irgendwie um 8:30 aufgestanden. Was ich nicht verstanden habe, der scheiß Wecker. Entweder der ging nicht oder ich habe vergessen, dass ich ihn ausgemacht habe. Weil normalerweise stehe ich immer direkt auf. Aber der Wecker, ich hab ihn nicht gehört. Ich muss ihn gehört haben. Der ist so heftig laut. Da hätten auch meine Schwestern hätten den Notfall gehört und gesagt, Kevin, mach den mal aus, du Idiot. Du Spacko. Aber ich hab ihn... Nee, ich muss ihn ausgemacht haben. Oder er ging nicht. Oder er hat rumgespackt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich mich nicht daran erinnern, dass er an war oder dass ich ihn ausgemacht habe. Ja, insofern habe ich dann mal verschlafen. Mein Gott, ne, passiert mal. Ich meine, 8:30 war jetzt noch nicht so der Untergang. Hat mich zwar schon gestört, aber nun gut. Und dann guckt man raus, wacht man auf, ja, und es regnet, ja. Toll, ja, toll. Seit über einer Woche regnet es. Ich hasse das. Ich habe gedacht, langsam wird es jetzt mal hier ein bisschen wärmer. Ist es ja geworden, also Temperatur ist in Ordnung. Ja, aber was ist los? Ja, Regen. Ja, ich will ein bisschen raus, ein bisschen was machen. Und dann wird man daran gehindert, was zu machen. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung von dem Wetter, muss ich euch sagen. Finde ich nicht in Ordnung. Ey, komm. Ja! Jawoll! Yay! Jetzt sind wir die Mami hier. Mutter ist da. Was ist los? Yay! Wuhu! So muss das. Das finde ich gut. Oh, ich liebe das Messer. Ist ja mein very, very Lieblings-Item, sag ich mal. Darf ich nur nicht, da muss ich nur aufpassen, dass ich jetzt nicht sterbe irgendwie, ne? Das kann nämlich auch mal leicht passieren, wenn man jetzt so einen Quatsch hat hier. So, ja, also halten wir fest, Feiertag ist nichts für mich. Aber gestern war viel los, obwohl sonntags ja auch nicht so viel los ist. Ich habe gestern kein Minecraft aufgenommen. Habe ich dem Sepp und dem Mitchell natürlich vorher auch gesagt. Denn ich war, wie ihr vielleicht aus dem Sondlog erfahren habt oder aus dem kleinen morgendlichen, den nehmen wir mal mit, aus dem kleinen morgendlichen Vlog, den ich gestern Morgen auf dem Table Tennis Failer noch hochgeladen hatte, war ich auf der Dokumi gestern, ja, die Anime, Manga, Japan Messe, wie auch immer, hier in meiner Stadt. Und ja, bin da ein bisschen rumgegangen und so und hab mir das alles mal angeguckt, was die denn da so haben. Lustig fand ich, dass einige Cosplays von Asuna und Kirito in der Tat vorhanden waren. Ja, es gab auch einige Sachen von Sword Art Online, da irgendwelche Kissen und sowas, aber naja, ich hab ein Kissen zum Pennen, das reicht mir, da brauche ich jetzt nicht noch irgendwelche Kissen mit irgendwelchen Figuren drauf. Also da bin ich jetzt nicht so. Aber ansonsten
Naja, hatten sie von Sword Art Online jetzt nicht so viel. Ich habe mir, habe ich ja auch schon gezeigt in dem Sondlog, ich habe mir den Soundtrack von Code Geass besorgt. Boah, ich liebe den Soundtrack von Code Geass. Der ist einfach, boah, ist göttlich, Leute. Der Soundtrack von Code Geass ist absolut göttlich. Und eine Zusammenstellung, ein sozusagen bester Mix von Detective Conan Songs auf Japanisch habe ich auch mitgenommen. Und zwei Zeitschriften, die momentan aktuell sind, in denen es über Steins Gate geht. So, die kann ich natürlich noch nicht lesen, aber wartet ab, bald werde ich sie lesen können. Es dauert nicht mehr lange, dann kann ich sie lesen. Naja, was heißt nicht mehr lange, das ist wieder relativ. Das kommt darauf an, wie schnell ich die Kanji lerne und wie schnell ich noch weiter Vokabeln und so lerne. Aber ich denke mal, gib mir ein halbes Jahr irgendwie. Gib mir ein halbes Jahr, dann bin ich auf jeden Fall schon viel weiter, dann könnte ich das ein oder andere schon lesen können, sag ich mal. Ne? Kommt drauf an, muss man. Ach, guck mal, da war noch ein Herz, hätte ich mitnehmen können. Jetzt komme ich hier wieder in Bedrängnis. Oh, möchtest du ein Blümchen haben? Ja, und die Dokumisierung an sich, muss ich sagen, war eine sehr, sehr schöne Sache. Ich war alleine da, ohne irgendwelche Freunde oder so, aber ich. Also, den einzigen, den ich hier aus dem Umkreis kenne, was heißt hier aus dem Umkreis? So umkreismäßig ist das nämlich schon wieder auch nicht. Das ist im Grunde der Sven, der Smarty LP. Aber der ist ja auch schon, naja, okay, mit der Bahn irgendwie 10, 15 Minuten, also es geht, es ist schon, naja, Umkreis schon. Kann man, guck mal, habe ich Glück gehabt, habe ich noch ein Dingens bekommen. Ist schon, kann man schon als Umkreis bezeichnen irgendwie. Aber das war der einzige, den ich hier aus dem Umkreis jetzt kenne, mit dem ich so irgendwie befreundet bin, der sich für sowas auch interessiert. Oh mein Gott. Aber mit dem Sven war ich jetzt nicht da. Und ja, deswegen war ich auch alleine, ist aber auch besser, weil alleine kann ich eben so lange an dem Stand stehen bleiben, wie ich will und dann, oder kann mir da mal das Bühnenprogramm angucken, mich dem Bühnenprogramm hingeben und das so lange gucken, wie ich will, ohne dass ich da irgendjemanden dabei habe, irgendwie, auf den man, was heißt, auf den man dann achten muss, das ja nicht, aber ich meine, ist ja schon blöd, wenn man zu zweit irgendwo hingeht und dann sagt, hier, blablabla, so, weißt du, natürlich kann man dann auch machen, dass man dann mal sich ja irgendwo trifft oder so, aber naja, nun gut. Ich gehe eigentlich generell irgendwie lieber auch alleine dann zu solchen Sachen. Es sei denn, ich habe wirklich welche, die genauso bekloppt sind in dem Punkt wie ich. Ja, wenn es wirklich jemanden gibt, der genauso... Okay, da gab es gestern wahrscheinlich viele davon, die noch bekloppter sind als ich. Ja, aber wenn es jemanden gibt, der ähnlich bekloppt ist wie ich in so einer Sache, dann ist das, denke ich, auch wieder was anderes. Aber wie gesagt, in meinem Umkreis, muss man sagen, kenne ich da jetzt so keinen, der da so bekloppt ist wie ich. Ich glaube, der Sven ist da auch nicht ganz so bekloppt, wie ich es bin. Deswegen. Ja, nee, war ich da, hab mir viele Sachen angeguckt, hab, wie gesagt, die paar Sachen da geholt, beziehungsweise den Soundtrack. Kann ich euch auch mal zeigen, ich meine, wenn man die Cam schon anhaben. Falls es nicht, aua, super asynchron ist hier, das ist Detective Conan Dingens, ist wahrscheinlich relativ klein für euch jetzt. Hier, das Code Geass Soundtrack. Ich liebe Code Geass. Wie gesagt, der Soundtrack ist einfach, oh mein Gott, den werde ich mir wahrscheinlich heute auch nochmal zu Gemüte führen. Der Soundtrack ist einfach genial. Das ist, Leute, das ist so gut. Das ist so gut, ich sag euch. Ja, und was ich euch aber erzählen kann, ist, dass sie teilweise ganz schön wuchern da. Also die CDs, eine CD hat, ich glaube, drei haben 15 Euro gekostet und die eine war 20 Euro. Das geht voll in Ordnung. Also für eine CD 15 bis 20 Euro, das kriege ich auch, das kriege ich nicht billiger, wenn ich das importiere. Kriege ich auf keinen Fall billiger. Oh, fuck. Ich bin gleich mächtig tot. Boah, Glück gehabt. Oh mein Gott, Glück gehabt. Knappe Sache. Kriege ich nicht billiger, wenn ich das importiere. Da muss ich dann Porto noch zahlen. Da bin ich auf jeden Fall über den 15 oder 20 Euro. Aber wie heißt es? Diese Karten. Die haben Schwarz-Weiß-Karten, heißt sie. Also die sind von der Firma Schwarz-Weiß irgendwie. Das ist so ein Kartenspiel, was es in Japan gibt. Das gibt es in England oder Amerika, glaube ich, auch. Also auf jeden Fall gibt es auch, die Karten gibt es auch auf Englisch. Und da habe ich schon Sword Art Online Karten von geholt und SL World Karten, die habe ich aber importiert. Und da hatten die gestern Guilty Crown von. Und Guilty Crown hatte ich immer mal überlegt, mir zu bestellen, habe ich aber nie gemacht. Und dann habe ich gedacht, komm, nimmst du eventuell mal eins mit und habe mal gefragt, was die für einen so ein Booster Pack nehmen. Die nehmen für einen so ein Ding 12 Euro, Leute. Die nehmen 12 Euro für ein Booster Pack. Und das ist schon nicht mehr normal. Denn wenn ich das
ich glaube, das habe ich im Sonnenblock auch schon erzählt, ne? Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube schon, ich erzähle es aber nochmal kurz, weil hat vielleicht nicht jeder gesehen. Wenn ich die aus Japan importiere, dann bezahle ich für 20 Booster Packs, bezahle ich 60 Euro ohne Porto. Und dann, je nachdem wie der Porto, so um die 20 Euro, weil ich immer Express nehme. Sind wir dann also 20 Booster Packs, 80 Euro. Und jetzt überlegt mal, wenn die 20 von den Booster Packs verkaufen, dann haben die, kriegen die dafür 240 Euro. Das heißt, die haben 160 Euro Gewinn gemacht, wenn sie es normal importieren würden über den Weg, den ich zum Beispiel gehe. Und das sehe ich nicht ein. Ich werfe den bestimmt nicht viel, viel mehr als das Doppelte in den Rachen, als was ich bezahlen könnte. Ne? Also da fand ich schon den Hammer. Da fand ich schon echt teuer, muss ich sagen. Also ja, ansonsten kann ich euch sagen, dass mir die Dokumi mal wieder etwas gezeigt hat, eigentlich war mir das immer bewusst. Aber irgendwie hat die Doku mir hat das nochmal so gezeigt, dass es wirklich, meines Erachtens nach, ist es wirklich sehr wichtig, das zu machen. Und zwar gab es da eine so, also es gab eine Hauptveranstaltungshalle, da war dann so Charakterversteigerung und so, das war eigentlich auch ganz lustig. Und was haben wir noch? Genau, und da gab es noch so einen anderen Veranstaltungsraum, da konnten dann so Leute sich irgendwie eintragen lassen und konnten dann da so ein kleines Sketch-Programm oder auch Karaoke, da waren die einen, die haben da so ein bisschen Karaoke-Songs von Anime-Liedern eben gesungen mit so einer Gruppe und da konnte man dann auch hochkommen und mitmachen und das war im Grunde das so, was ich ganz cool fand, ja, weil die haben dann da auf Deutsch vorwiegend diese alten RTL-2-Animes, ne, haben sie dann da gesungen als Karaoke-Version und irgendwie, ohne Scheiß, ich konnte fast jedes von den Dingern noch mitsingen. Die sind einfach so dermaßen noch im, boah, fuck. Die sind einfach noch so dermaßen, fuck. Oh mein Gott, Leute. Das gibt's nicht! Ich bin gestorben. Ich glaube es nicht. Der zieht mir einen kompletten ab. WTF. Das müssen wir nochmal machen. Das gibt's doch nicht. WTF. Boah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das glaube ich doch schon wieder nicht. Naja, gut, egal. Machen wir einfach nochmal. Haben wir noch ein bisschen mehr zu erzählen. Was wollte ich sagen? Ja, ich konnte fast jedes mitsingen von den Dingern. Weil ich habe früher... Oh mein Gott, Leute, das ist mir erstmal so bewusst geworden, wie viele Animes ich früher auf RTL 2 gesehen habe. Oh mein Gott. Es waren schon sehr viele im Grunde. Aber es waren irgendwie auch... Ach komm, fuck you. Ich nehme jetzt wieder Judas, mein Gott, ey, komm. Nee, Leute, so nicht. Ich nehme jetzt Judas. Ach so, letztens kam noch mal irgendeiner und hat gesagt, ATT, könntest du nicht mal weniger erzählen, ich bin wegen dem Spiel hier. Ja, Pech. Also wegen dem Spiel sind wir schon lange nicht mehr hier, würde ich sagen, Leute. Isaac habe ich schon so oft durchgespielt, also schon so oft mit irgendwelchen Leuten irgendwie die Runs durchgemacht. Also das lohnt sich nicht mehr, da jetzt noch groß über das Spiel zu labern. Das habe ich schon so oft gemacht, da habe ich auch keine Lust mehr zu. So großartig jetzt. Naja, das ist auch scheiße, mal neu. Nee, ich habe so viel geguckt, ne? Das ist echt nicht mehr schön. Aber irgendwo war es auch ja eine schöne Zeit, die RTL 2 Animes, so fand ich, ne? War eigentlich eine ganz gute Sache. Und gerade war 1337 bei mir von der Aufnahmezeit her. Ich mache jetzt so lange, ich möchte irgendeinen guten Run haben. Ich möchte jetzt was erzählen und nebenbei gut spielen und nicht so eine Scheiße machen hier. Boah, XL, Alter! Bah! Ne! Ja, auf jeden Fall haben die dann gesungen und ich habe mir so überlegt, boah, war das noch eine Zeit, mein Gott. Hab da gesessen, hab nebenbei Japanisch Vokabeln gelernt, mir die Karaoke-Dinger angeguckt, da hab mitgesungen ein bisschen. Und dann kamen da auch halt ganz viele, viele ältere Leute auch so, ne, wo ich jetzt sagen würde, oh, guck mal, die sind schon irgendwie so an die 30, 40, also schon ältere jetzt, nicht mehr so aus der jungen Generation irgendwie, die es auch geguckt zu haben scheinen alles, ja, und die dann auch nach oben gegangen sind und da mitgesungen haben und alles, da habe ich mir gedacht so, ja, irgendwie ist es doch mit eines der wichtigsten Sachen, die Fantasie nie zu verlieren, ne. Also diese Fantasie auch jetzt in Bezug auf eben diese Sendungen und so ein bisschen... Na, das war jetzt wieder so eine extrem schlechte Aktion. Aber gucken wir mal, was wären da drin gewesen? Wahrscheinlich auch nur Scheiße, ne?
Na, was wäre drin? Ja, nur Scheiße, sag ich doch. Nee, Leute, ich hab so keine Lust. Gib mir was Gutes. Ja, und deswegen, oder was heißt deswegen? Was erzähle ich? Ich komm dauernd raus, weil ich hier dauernd... Oh, the wafer. Das ist nice. Das ist sehr gut. Die haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Der reduziert Damage auf ein halb. Also das heißt, selbst in den unteren Etagen kriegen wir nur ein halbes Herzschaden. Das ist gut. Ja, also diese Lieder, die wir gesungen, die Karaoke-Dinger, hat viele Erinnerungen geweckt und, ja, da ist ja, oder bei mir, genau, das, da wollte ich drauf hinaus. Ich kriege es oft mit, dass Leute in meiner Altersklasse entweder Animes gucken, ja, und, da auch vielleicht auch auf der aktuellen Season irgendwie ein bisschen was gucken, also da eher so ein bisschen up-to-date sind, sagt man ja. Oder aber, dass sie das komplett als Kinderquatsch abtun, einen auf mega big erwachsen und so eine Scheiße machen, sag ich mal, total seriös und ernsthaft. Und ja, da halt überhaupt nichts für übrig haben, beziehungsweise meinen, das wäre der größte Schwachsinn und Kinderkack, den es auf der Welt gibt. So, und diese Leute, die kann ich nicht verstehen, Leute. Ich verstehe diese Leute nicht. Ich verstehe die Leute, die sagen, okay, mir gefällt... Oh, Toilettenanimation. Ich verstehe die Leute, die sagen, okay, mir gefällt das nicht, ja? Ich gucke diese Sendungen nicht, weil sie mir nicht gefallen. Die kann ich verstehen. Aber ich kann die Leute nicht verstehen, die meinen, das wäre Kinderblödsinn. Das kann ich nicht verstehen. Denn es gibt so viele Animes, die gerade auch erst ab 16 sind, da das, was in ihnen gesagt wird, teilweise auch auf politischer Ebene und so weiter und vielleicht auch von den Animationen her nicht ganz so... kindergerecht ist, aber die auch zum Beispiel Code Geass. Code Geass ist ein Anime, der ist auf einem unglaublich hohen Niveau, was auch Politik und Gesellschaftssysteme angeht. In Code Geass wird ein Gesellschaftssystem komplett hinterfragt, wird gezeigt, wie es umgemodelt wird, es wird eine Lösung angeboten und so weiter und so fort, ja. Oder Death Note auch. Death Note setzt sich auch teilweise sehr kritisch mit der Gesellschaft auseinander. Ich meine, es kommt nicht von ungefähr, dass so ein Anime wie Death Note oder auch Code Geass, soweit ich weiß, in China verboten ist. Ja, in China ist das verboten. Warum ist das verboten? Ne? Weil das die Kinder vielleicht auch falsche Gedanken bringt im Hinblick auf die Gesellschaftssysteme. Es gibt also unglaublich, oder Steins Gate, das ist ein unglaublich tiefgründiger Anime, der vor allem auch auf einer unglaublich hohen Ebene agiert, ja. Also da macht man nicht mal eben so, sondern da muss man auch richtig überlegen, um vielleicht den Sinn und das Ganze zu verstehen. Und ich kann echt nicht verstehen, warum so viele Leute dann teilweise in relativ jungem Alter das so verurteilen oder eben nicht die Toleranz üben können, dass es Leute gibt, denen das gefällt. Ja, also mir begegnet das teilweise halt immer wieder dann auch, dass da wirklich auch überhaupt gar keine Toleranz für da ist. Dass da nicht mal gesagt wird irgendwie so, ja schön, guck dir das an, wenn du das möchtest, sondern dass gesagt wird, wie kann man nur so blöd oder so kindisch oder so sein, ne? Und das ist das, was ich nicht verstehe. Das verstehe ich einfach nicht. Und gestern, als ich dann da diese älteren Leute eben auch gesehen habe, also was heißt älteren Leute, Menschen mittleren Alters, so würde ich sie mal nennen, ja, hat mir das so gezeigt, okay, ja, die Leute, die das total verurteilen, ja, die haben einfach nur, keine Ahnung, die sind versteift, die sind irgendwie, ja, die haben aufgegeben mit der Welt, sag ich mal, ja, die sind irgendwo angekommen, wo sie nicht mehr, die sind stehen geblieben, genau, das ist vielleicht das Richtige, die sind stehen geblieben, sie sind nicht tolerant, das zu akzeptieren, dass es Leute gibt, denen das gefällt, oder, sie besitzen nicht die Fantasie, ja, sich mit diesen Dingen irgendwie auseinanderzusetzen, oder verleugnen es vielleicht gerade deswegen, weil sie diese Fantasie nicht haben oder weil sie diese Fantasie vielleicht unterdrücken wollen, ja, weil sie, also Fantasie meine ich jetzt eben Vorstellungsvermögen und ja, denn ich denke, es ist immer wichtig, egal was man hinterher im Beruf macht und wie seriös man denn gerne sein möchte, dass man immer ja, den Blick über den Tellerrand sozusagen behält und immer so ein bisschen auch ja, sich weiterbildet, beziehungsweise auch halt weiterbildet im Sinne von Gedankenerweiterung, ja, nicht irgendwie steif in einem Denkmuster verharrt und da jetzt die ganze Zeit bleibt, so wie es ja viele ältere
wirklich ältere Personen jetzt in bestimmten Firmen, wie zum Beispiel, oder bei der GEMA, da sitzen ja auch viele ältere Leute älteren Semesters, die dann der Meinung sind, sie müssten den Internetmarkt überhaupt nicht verstehen, weil sie da überhaupt nicht für offen sind und alles wird so gemacht, wie es bisher auch immer gemacht worden ist, so Halt-Stopp-mäßig. Ja, aber das ist in Unternehmen ja generell auch der Fall, sage ich mal, dass da viele ältere Firmenchefs und so gar nicht auf dem Laufenden sind, was denn momentan so aktuell ist in der Welt und da gar nichts mitbekommen. Ja, und ich find das echt schade und deswegen habe ich mir so gesagt, das ist was, TT oder Kevin, ja, was du auf jeden Fall beibehalten musst. Du musst beibehalten, ja, dass du dich für Dinge irgendwie interessieren kannst, dass ich mich für Dinge begeistern kann und dass ich mich auch für Dinge irgendwie wie Animes einfach begeistern kann. Ja, Dinge, die einfach nicht so viel mit der Realität zu tun haben, die einen aber irgendwie inspirieren und die, ja, die was, die einen mal in eine andere Welt so abtauchen lassen, sag ich mal. Wie gesagt, nichts gegen die Leute, denen das einfach nicht gefällt, aber ich habe was gegen die Leute, die es nicht tolerieren, denn das ist totaler Schwachsinn. Die sind für mich stehen geblieben, die Leute, die es nicht tolerieren, die Leute, die der Meinung sind, das ist Kinderquatsch oder so, die sind für mich einfach stehen geblieben, ganz einfach. Mit den Leuten kann ich auch nichts anfangen, weil die mir eben zu, ja, zu, die haben mir nicht genug Fantasie, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind dazu, keine Ahnung. Denn gerade dieses Genre Anime bringt ja auch irgendwie unglaublich viele Leute zusammen, sage ich mal. Ja, wenn ihr euch mal anguckt, wie viele Leute da gestern auch waren, das war Wahnsinn, wie viele da auch waren, ne? Und wie viele Leute einfach zusammen diese Serien gucken, wie viele Leute sich darüber unterhalten, wie viele Leute dann zusammen auch diese Karaoke-Songs eben singen können, ja? Das ist doch genial, das ist doch, warum denn nicht? Da treffen sich Leute, ja, die tauschen sich auch kulturell aus. Ist natürlich auch ein Anime-Szene ist auch irgendwie ein großer kultureller Austausch von Japan und anderen Kulturen eben irgendwie auch. Und ich finde das genial und ich finde, das sollte oder muss auch so sein. Jeder hat ja da irgendwas oder sollte irgendwas haben, mit dem er sich beschäftigt, was irgendwie auch surreal ist, finde ich, ja. Also was nicht wirklich real ist. Bei mir sind es zum Beispiel die Animes, ich beschäftige mich gerne mit Animes und den Figuren da, ich finde die Geschichten interessant, so wie andere Leute vielleicht das in Büchern finden, die jetzt zum Beispiel sagen, nee, Animes, das ist nicht so, die finden das vielleicht in Büchern oder aber in anderen Serien, ja, in irgendwelchen Science-Fiction-Serien oder auch normalen Serien, ja, aber irgendwas hat man doch eigentlich immer, was man, ja, indem man seine Fantasie so ein bisschen spielen lässt, indem man in eine Geschichte eintaucht. Und ich finde, sowas braucht man auch irgendwo. Also, wie gesagt, wer gar nichts hat, der ist für mich wirklich so ein bisschen stehen geblieben. Der ist vielleicht aber auch verbittert. Der ist mit seinem Leben vielleicht überhaupt nicht zufrieden oder hat irgendwelche Komplexe, irgendwelche Probleme, die er nie gelöst hat. Keine Ahnung. Das sage ich jetzt so hart. Das ist auch wahrscheinlich sehr, sehr pauschalisierend. Aber ich glaube wirklich, dass Leute, die gar nichts haben, dass die wirklich sehr verbittert sind und ja, dass denen irgendwie das wahrscheinlich auch fehlt. Das ist nur meine bescheidene Meinung dazu. Da könnt ihr natürlich eure eigene Meinung euch zu bilden und haben und was auch immer und was weiß ich nicht alles. Schlagt mich tot. Habe ich jetzt keine Ahnung, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber ich finde, das ist so irgendwie. Oder es ist mir halt so aufgefallen, beziehungsweise so klar geworden. Und ja, also ich werde da auf jeden Fall nie mit aufhören. Ich habe immer schon Animes geguckt, ich habe auch schon immer gespielt, zum Beispiel Spiele zähle ich auch dazu. Ne, wenn man, Spiele kann man auch super haben hier irgendwie, beziehungsweise ist auch so ein, wie so ein Anime kann man auch zocken, das ist auch super, kann man auch in eine Geschichte eintauchen oder in eine Serie, ne, das ist auch genau sowas. Also wer Spiele total verurteilt, das sind für mich auch Leute, die, ne, also wenn sie sagen, spielen, zocken ist nichts für mich, okay, das ist eine andere Sache, aber wenn sie es total verurteilen eben, ne, wenn sie nicht tolerant gegenüber Leuten sind, die es eben gerne machen, dann ist das auch für mich so eine Sache, dann verstehe ich das auch nicht, dann fehlt da auch irgendwie so ein bisschen die Fantasie oder so, diese Weitsicht, dieser Tellerrandblick, man hat direkt diese Schubladendenken, man ist nicht offen gegenüber Neuem und das ist nie gut, das ist, glaube ich, wirklich nie gut. Wenn man kann natürlich, nachdem man offen gegenüber etwas war, entscheiden, dass es einem nicht gefällt. Da habe ich auch gar nichts gegen. Aber wenn man nicht tolerant ist gegenüber anderen Leuten, denen das gefällt, dann, ja, dann läuft was schief. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach läuft dann etwas schief und das sollte nicht so sein. Ja, wie gesagt, das ist mir gedanklich gestern nochmal so klar geworden.
Das ist auf jeden Fall mir ist das sehr wichtig, dass ich da auf jeden Fall meine Leidenschaft, sage ich mal, das zu gucken, mein Interesse an surrealen Welten vielleicht auch, so könnte man das auch nennen, dass ich das nie verliere. Das ist für mich eine wichtige Sache. Und deswegen, das habe ich mir auch so vorgenommen. Ich habe gedacht, egal wie seriös du mal wirst, egal wie Firmenchef seriös du mal wirst irgendwann im Leben, auf jeden Fall musst du beibehalten, Animes gucken. Das ist ganz wichtig. Und immer auf dem neuesten Stand bleiben, um sich einfach auch inspirieren zu lassen. Weil ich finde, Animes auch immer so eine inspirierende Sache eben sind. Zumindest für mich auch. Also ich lass mich gerne von Animes und deren Inhalt inspirieren auch, um eben irgendwie Mut oder sowas zu schöpfen oder was auch immer, oder Motivation auch zu schöpfen, um vielleicht neue Ideale, in Animes werden ja auch oft irgendwelche Ideale vorgestellt, um vielleicht mein Repertoire zu erweitern. Ja, und letztendlich muss man ja mal ganz ehrlich auch so sagen, hätte ich nie mit Animes angefangen, hätte ich die nie geschaut, ja, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht Japan bekloppt geworden. Denn erst dadurch bin ich ja überhaupt so darauf aufmerksam geworden, dass Japan irgendwie als Land so wirklich existiert. Also klar, das wäre man durch die Schule auch irgendwann, weil man hat ja mal Erdkunde im Leben. Aber aber ja, ich sag mal so, wenn Animes jetzt aus Arabien kommen würden, vielleicht wäre ich dann jetzt Arabien bekloppt und würde Arabisch lernen. Ich weiß es nicht. Ne? Aber das ist so, irgendwie haben die Animes natürlich auch schon zusammen mit der Kultur an sich, also die Animes alleine jetzt nicht, aber mit der japanischen Kultur an sich, hat mich das halt schon so auf den Japan-Trip dann auch gebracht, oder wie man das nennen will. Oh, luck up. That's nice. Muss man halt alles mal so mit einberechnen auch irgendwo, ne? Ach, guck mal, stimmt, das war ja doppelt. Ich habe ja eben gar nicht mein Dingens benutzt. Und ja, deswegen, Tipp von mir, verliert nie die Fantasie, verliert nie den Spaß, verliert nie eure Kindheitsträume, lasst sie immer wieder auferleben, bleibt im Gedanken immer ein halbes Kind, denn ein Kind sieht ohne Schubladen. Ein Kind denkt und sieht ohne Schubladen. Ein Kind geht nicht hin und, das ist ja mal geil. Boah, das ist nice. Boah, gut. Ein Kind geht nicht hin und denkt sich irgendwie so, ja, das ist aber ein blöder Spacko da auf der Straße, sondern sieht diesen Menschen einfach und sieht ihn ohne eine Beurteilung von ihm. Ich meine, das ist bei uns so gut wie unmöglich. Also ich selber kann auch nicht, wenn ich einen Menschen sehe, dann beurteile ich den instinktiv. Es ist einfach so, man erlaubt sich ein Urteil, obwohl man sich keins erlauben darf. Aber da kommt ja dann wieder der Kopf und das Ich und so kommt ja auch wieder mit ins Spiel. Und deswegen treffe ich zwar ein Vorurteil sozusagen, ein Vorurteil trifft im Grunde, glaube ich, jeder Mensch, aber man darf diesem Vorurteil, das man dann hat vielleicht, man darf ihm nicht die Überhand geben, man darf nicht von diesem Vorurteil, was man gegenüber einem Menschen hat, bestimmt werden. Denn man kann sein Urteil ja immer noch ändern, es ist ja nur ein Vorurteil. Man muss es dann zu einem endgültigen auch nicht, denn ein endgültiges Urteil über einen Menschen kann man sich auch nie erlauben, da ein Mensch sich immer ändert. Deshalb wäre ein endgültiges Urteil, an dem man festhält, auch nicht ganz richtig. Sondern man, ja, muss dann übergehen zu einem momentanen Urteil. Beziehungsweise, wenn man ein Vorurteil hat, sollte man gucken, ob dieses Vorurteil denn auch, ja, durch die Prüfung, der Prüfung standhält sozusagen. Alles im Leben wird immer wieder geprüft. Physikalische Sachen werden geprüft, mathematische Sachen werden geprüft. Ihr prüft selber immer irgendwelche Dinge und wollt gucken, ob das richtig ist oder auch nicht. Ja, und so sollte man auch Vorurteile prüfen. Sind die richtig? War das Vorurteil berechtigt? War das berechtigt, was ich über diesen Menschen gedacht habe, oder war das nicht berechtigt? Ja, so sollte man das immer machen und so versuche ich das auch immer. Natürlich gelingt einem das nicht immer, denn teilweise hat man dann doch dieses Schubladendenken. Das ist eben im System mit drin in der Gesellschaft. Das wird einem von klein auf irgendwann beigebracht, aber ein Kind hat das eben nicht. Und deswegen sollte man sich immer so ein bisschen von dem Kindesblick irgendwie bewahren, finde ich. Und sollte immer ein bisschen ohne Schubladen versuchen zu denken und nicht sich irgendwann von der Seriosität des Lebens leiten lassen und sagen, nee, jetzt bin ich zu alt für Animes, jetzt bin ich zu alt für Spiele, jetzt bin ich zu alt für irgendeine Serie. Das ist man nämlich nie. Wenn einem das gefällt, kann man das immer zu gucken. Man ist da nie wirklich zu alt für. Finde ich zumindest. Ja. Und die Leute, die das irgendwann aufgegeben haben, ich glaube, denen fehlt irgendwas. Die sind verbittert vielleicht. Denn ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendwas hat. Ich
Ich kenne Menschen, die keine Spiele spielen, ja, aber dafür lesen die dann oder haben irgendwas anderes, was sie gerne machen und wo sie Fantasie mit einbringen können. Aber ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendwie, der gar nichts macht. Kenne ich eigentlich nicht. Ich kenne Leute, die Animes verurteilen, ja. Und die dann aber andere Sachen machen, ja. Aber denen fehlt eben die Toleranz dann, ne? Habe ich ja eben beschrieben schon. Denen fehlt absolut die Toleranz. Die sind auf dem Weg, verbittert zu werden, so könnte man auch sagen. Aber, ja, kenne ich eigentlich nicht. Eigentlich hat ja jeder irgendwas, worin er seine Erfüllung findet oder... Ja, nicht unbedingt Erfüllung, aber irgendwas hat man ja immer, was man braucht, um einen Ausgleich zu schaffen, um irgendwie so, ne? Ihr wisst, ihr versteht mich, glaube ich, schon. Ich hoffe, ihr versteht mich schon. Ansonsten weiß ich auch nicht, kann ich euch auch nicht so weiterhelfen. Das ist nämlich nicht ganz einfach, das so zu erzählen, weil, also erzählen schon, aber ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, was mein Kopf sich da wieder zusammendenkt. Das ist immer so die Sache. Ah, du blöder Penner! Mein Kopf denkt sich da nämlich immer was zusammen. Aber ich weiß nicht, ob man das immer so versteht, was mein Kopf sich da zusammen denkt. So, jetzt ist er tot. Yay, Food. Nice. Ja, das wollte ich euch noch so erzählen. Das ist mir noch so von der Dokumi gestern so hängen geblieben. Und das, denke ich, ist wirklich eine ganz, ganz wichtige und ganz entscheidende Sache. Deswegen, nach der Uni gibt es ja oft immer diese Fachidioten. Ne? So nennt man die ja, Leute, die ein Fach studiert haben und überhaupt den Blick für sämtliches anderes in der Realität verloren haben und nur noch in diesem Gebiet irgendwie überhaupt ein bisschen was wissen. Aber Fachidioten sind bekanntlich auch nicht die Besten in ihrem Fach, ne? Sondern es sind Fachidioten. Und ein Fachidiot ist nie gut, deswegen möchte ich erst gar keiner werden. Und was macht man, um einem Fachidiot vorzubeugen? Weil ich glaube, dass durch das System, auch in der Uni und so, man wird teilweise sogar hinerzogen zu einem Fachidiot. Ne? Also irgendwann wird sich so dieser Weg zum Fachidiot eröffnen. Aber deswegen werde ich ja auch eben nebenbei noch modernes Japan und eventuell ein bisschen Philosophie einfach studieren. Und ich mache ja auch noch so genug. Lass mich ja kulturell inspirieren und so. Also den Tellerrand habe ich eigentlich immer im Blick oder versuche ich immer im Blick zu behalten. Und so ist die Gefahr nicht so groß, dass ich hinterher zum physikalischen Fachidiot für irgendeinen Fachbereich werde, was ich nämlich gar nicht will. Ich will kein Fachidiot werden, sondern ich will alles irgendwie so ein bisschen machen, will überall mal reingucken. Ja. Und da muss man halt sich vielleicht so die ein oder andere... Ja, nehmen wir das mal mit. Lass mal die Seelenherzen, gibt da glaube ich der andere, aber ach komm. Ist egal, brauchen wir nicht. Also bräuchte man eigentlich schon, aber ey komm, ist egal. No risk, no fun, wisst ihr? So muss man halt sich vielleicht auch selbst so ein bisschen Techniken suchen, wie man das umgehen kann, dass man frisch bleibt im Gehirn und in seiner Sichtweise. So, was ist das? Friends till the end. Ich gehe jetzt einfach mal zum Boss, denn es gibt gleich auch Mittagessen und ich habe gedacht, ich lade euch heute, weil heute ist Feiertag, habe ich gedacht, lade ich euch mal einen kompletten Part hoch. Also das heißt einen kompletten Part, ne? Einen kompletten Run. Ach so, genau, das hat letztens im Übrigen auch noch einer geschrieben. TJ, weißt du, was ich scheiße finde? Ich finde scheiße, dass du Isaac immer in viele Parts machst. Ja, jetzt ist ja mal wieder ein ganzer, aber kann auch durchaus sein, dass demnächst mal wieder zerstückelte kommen. Ja, weil man dann nicht mehr weiß, was im letzten Part war. Ja, da sind wir wieder bei der Gehirnsache. Gehirn anstrengen. Einfach überlegen vorher, was hatte TT im letzten Part gemacht? Schadet niemandem, wirklich. Schadet keinem Menschen mal, das Gehirn ein wenig anzustrengen und sich sowas zu überlegen. Denn wenn man alles immer nur vorgekaut bekommt, dann wird das Gehirn einschlafen irgendwann. Der Alzheimer kommt, Leute. Der Alzheimer kommt irgendwann dann. Und es ist ja auch furchtbar langweilig, wenn man alles vorgekaut... Also ich finde es furchtbar langweilig, wenn man immer alles vorgekaut bekommt. Und deswegen... Ja, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Denn da bleibt ihr auf dem Laufenden... Ja, ich jetzt nicht so unbedingt, aber... Weil ich spiele halt ja trotzdem am Stück. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Ist doch gar nicht so schlecht. Ist doch so eine kleine Nebenbei-Übung. Für zwischendurch sozusagen. So, jetzt komm, geh kaputt, Mutter. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Yeah! So, da ist er down. Ja, und ich nehme das Polaroid nicht mit, richtig gesehen, denn ich möchte zum Satan mal wieder. Ich habe keine Ahnung, ich habe schon eine Isaac Blue Baby Phobie. Ich habe so oft habe ich die gemacht. Ich möchte mal wieder ein bisschen öfter jetzt den Satan mal wieder in Angriff nehmen.
Muss auch mal sein. Ne, Saat. Aua. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin übrigens echt gespannt und frage mich, wann denn das Spiel rauskommt vom Edmund, das Mugenics. Im Übrigen, hier jetzt kriegen wir nur, auch beim Satan gleich, wir kriegen nur ein halbes Herz Schaden, falls sie uns treffen. Da eben wir den Wafer am Anfang, oder? Das war doch der Run mit dem Wafer. Ich habe jetzt so oft neu angefangen. Ich glaube, das war der Run mit dem Wafer. Könnte ich jetzt auch ganz schnell mal eben gleich nachgucken, wenn wir den Raum hier hinter uns haben. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Geh weg. Ich mag euch nicht. So. Ja, das war der Run mit dem Wafer. Der Run mit dem Wafer. So, ja. Ja, ich hoffe, euch hat das irgendetwas vielleicht ein kleines bisschen irgendwas gebracht, was ich hier erzählt habe eben. Keine Ahnung, vielleicht konntet ihr da ja auch eine Erkenntnis draus ziehen. Für mich war das auf jeden Fall eine recht wichtige Erkenntnis gestern irgendwie, die ich nochmal so gewonnen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und eine andere wichtige Erkenntnis ist auch das, was der Sven in seinem letzten Video, der Smarty LP in seinem letzten Video erzählt hat. Denn er hat ja gesagt, dass er erstmal mit den Let's Plays aufhören wird. Ja, und das was er, den Schritt, den er geht und das, was er erzählt hat, ist eine sehr, sehr wichtige Sache, weil ich das auch bei mir selbst beobachte, dass ich teilweise wirklich dem PC auch zu viel Aufmerksamkeit schenke. Und das sollte nicht sein, denn es geht so viel Zeit verloren, die man anderweitig mit anderen Leuten auch verbringen könnte. Es ist nicht so, dass es keinen Spaß macht, sonst würde ich das nicht machen. Aber man denkt sich natürlich, ja, das ist natürlich geil, ne? Man denkt sich natürlich auch irgendwo teilweise dann so, ja, guck mal, jetzt saß ich da wieder vor YouTube irgendwie und habe irgendwas geguckt an Videos oder so. Und im Grunde hätte ich aber auch rausgehen können, dies und das machen. Ich meine, ich habe schon immer geguckt, dass ich das andere nicht vernachlässige. Sport und so macht mir immer Spaß. Das mache ich auch schon immer und mache ich ja auch noch aktiv. Also mindestens dreimal die Woche Sport ist auf jeden Fall drin und Pflicht. Aber ja, ne, trotzdem muss man da so ein bisschen aufpassen irgendwie. Und man sollte dem nicht zu viel Zeit schenken. Und das habe ich mir jetzt auch wieder vorgenommen, ein bisschen weniger am PC zu machen, mehr Japanisch noch zu lernen, noch mehr Japanisch. Ich habe heute, im Übrigen bin ich auch schon wieder recht weit gekommen, heute Morgen, und werde jetzt dann noch den restlichen Tag weiter Japanisch lernen. Werde den Sven, den Smarty LP, aber heute auch mal anrufen. Mal fragen, was bei dem so los ist, wie es ihm so geht. Ein bisschen quatschen und ja, werde Japanisch eben noch lernen, werde vielleicht Index weiter gucken. Und ja, werde sowas machen. Ich werde im Übrigen mich aber auch jetzt, wir haben hier, habe ich das erzählt? Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Werde mich auch ein bisschen ehrenamtlich jetzt noch betätigen. Neben der DLRG, wo ich ja ehrenamtlich schon als Ausbilder tätig bin, werde ich gucken, dass ich auf jeden Fall, auch noch hier in der Stadt gibt es nämlich den deutsch-japanischen Club. Und, oder die deutsch-japanische Gesellschaft. Und da kann man Mitglied werden und kann so ein bisschen am interkulturellen Austausch teilnehmen, und da werde ich auf jeden Fall mich auch anmelden und werde da ein bisschen mitmachen. Da kann man sich auch ehrenamtlich irgendwie ein bisschen betätigen. Wo, in welchen Feldern genau und wie genau, weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht herausgefunden, aber da werde ich mich auf jeden Fall auch anmelden und werde da ein bisschen tätig sein. Ja, und werde da so ein bisschen was machen. Ne, man muss ja gucken, wo man bleibt auch, ne, und muss ja immer ein bisschen was machen. Ja, nebenbei, dann werde ich natürlich jetzt bald auch meine Abi-Ergebnisse mal bekommen, am 10.06. Ist ja erstmal der Videopreis jetzt auch noch. Also voten, 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 Leute, ihr wisst Bescheid. Und was haben wir noch? Ja, Fantreffen vor dem Webvideopreis wollte ich erst nicht. Was heißt, wollte ich nicht da sein? Das ist eine gute, ist eine schlechte Formulierung für das, was der Fall ist. Sondern ich habe Japanisch. Jetzt ist aber so, dass der Webvideopreis, die Veranstaltung, vorgezogen worden ist. Von der Zeit her. Und sich das mit dem Japanischkurs, das Ende, also der Japanischkurs geht bis 16:45 und wir sollen aber zur Einlassung beim Webvideopreis um 17 Uhr schon da sein. Das heißt, dass ich es jetzt folgendermaßen mache, dass ich beim Japanischkurs in der Mitte, in der Pause, wir machen immer eine Pause in der Mitte, da werde ich dann abhauen. Und wie, Musik ist aus. Ja, gut, Musik ist aus. Ich habe nichts gedrückt. Keine Ahnung, warum die jetzt aus ist. Auf jeden Fall werde ich in der Pause abhauen, werde dann noch zum Fantreffen da vor dem Kapitol, werde ich noch gehen, werde also noch ein bisschen da sein auch und werde wahrscheinlich morgens, das weiß ich aber noch nicht, das muss ich gucken, der Tag wird nämlich ganz schön anstrengend werden,
werde ich noch auf dem Japan-Tag sein. Da muss ich aber mal gucken. Aber ich habe eigentlich muss ich zum Japan-Tag. Ich war jetzt bisher zwei oder dreimal war ich da. Feuerwerk abends bin ich über den Webvideopreis da. Da sind wir in diesem Aftershow-Party-Ding jetzt irgendwie. Da kann man auch Feuerwerk gucken. Ich auch gespannt. Ist im Übrigen das erste Mal. Wir waren noch nie, war ich beim japanischen Feuerwerk, weil ja meine Eltern und so bisher immer gesagt haben, oh, ist viel zu voll und so und keine Ahnung, alleine war ich da noch nie wirklich. Ja, aber jetzt bin ich auf jeden Fall da. Und ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Boah, ich hasse diese Räume, die sind so heftig, ne? Mal gucken, ob ich dann vorher noch auf dem Japan-Tag bin und dann zum Japanisch gehe und vom Japanisch direkt zum Webvideopreis und vom Webvideopreis zu dem Aftershow-Dingen und von dem Aftershow-Ding ins Bett und vom Bett, dann gibt's morgens nämlich noch, gibt's noch eine kleine Veranstaltung für die nominiert waren und gewonnen haben. Ja, und da bin ich dann auch wieder. Ja, und jetzt bin ich falsch gelaufen, ich Trottel. Ja, also wird alles recht stressig nächstes Wochenende, aber Stress, der Spaß macht. Ja, also das sind ja alles Sachen und Aktivitäten, die mir Spaß machen. Und ja, deswegen freue ich mich ja auch schon drauf und bin wirklich echt gespannt, wie das alles wird und vor allem auch, wer gewinnt. Ich rechne mir jetzt nicht so große Chancen aus. Wir sind ja momentan Dritter. Also gute Chancen hätten wir mit dem Zweiten gehabt. Mit dem Dritten, naja, muss man gucken, was draus wird. Ich lasse mich einfach überraschen. Vielleicht gewinnen wir ja auch, weil die Jury uns so hoch bewertet hat und die Jury Dena so wie Pizmeet underrated hat, keine Ahnung, runtergerated hat. Ich weiß es nicht. Muss man abwarten und gucken. Aber die Nominierung ist schon mega geil, Leute. Gewinnen wäre da echt nur noch ein Riesenbonus, sage ich mal. Mal gucken. Ihr könnt das im Übrigen auch auf YouTube verfolgen. Da gibt es einen Livestream zu. Ja, das, die Augen, die sind so behindert, wenn da drei Stück von sind. Was soll man da machen? Ja, ich schaff das nicht. Nee, der Raum hier ist Ende. Jetzt frage ich mich, was gleich passiert. Ich müsste sterben. Oder? Weil ich hab doch jetzt eigentlich kein Herz. Two Lovers. Nein. Ich hab doch kein Herz mehr, oder? Sterb ich? Ah, nee. Ah, hängt mehr nochmal einsetzen. Ja, Leute. Da wäre ich wohl gestorben, hätte ich das jetzt nicht so gehandhabt. Also haben wir noch die Chance. Wir können einmal getroffen werden. Aufgrund unseres Wafers. Oh mein Gott. Ja, ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Merkt man wahrscheinlich gar nicht. Ja, genau. Ah, okay. So. Gott sei Dank sind wir schnell genug. Wenn ich den jetzt schaffe, habe ich gute Chancen. Ja, nice. Okay, Leute, jetzt wird's knapp. Ja, man muss echt aufpassen, weil diese... Nein. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yeah, wir haben es geschafft. Woo.
Das war knapp. Okay, jo. Boah, mein Gott, war das jetzt eine knappe Angelegenheit. Mein Gott. Jo, damit hätten wir das geschafft, Leute. Oh. Er geht rein in die Truhe. Und verschließt sich für immer. Ja, Leute. Damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Morgen irgendwann in dem Video, denke ich, oder später noch. Und ja. Domaligatou gozaimashita. Ja, ashita. Tschüss.